Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Es geht weiter. Boah. Ich wollte sagen, es geht weiter. Aber ein bisschen runtergeplumpst. Vielleicht haben sie Fallen gelegt. Keine Angst, ich töte alles, was sich bewegt. Geht's langsam an. Augen aufhalten. Was war das? Einfach mal gepanzert. Juckt ihn nicht. Ja, anscheinend nur bei ungepanzerten das One-Shot killen. Hä? Da wollt ihr noch gar nicht hin. Ich verrate euch gar nichts. Weißt du, ich glaube dir. Und wenn wir dich weiterbilden, bist du aufhörst zu atmen. So weiß der Nächste, den ich nach dem Atlas frage, dass ich es ernst mache. Wenn dir schlecht wird, rede ich einfach zur Wand rum. Fragen halten nur unnötig auf. Ihr Feiglinge! Nein! Oh, ich gratuliere. Du kommst als Nächstes. Schweine! Bind mich los. Ich werde jeden Einzelnen kalt machen. Ruhig, Sophia. Es ist ein Blutbad. Wir verlieren zu viele Leute. Vielleicht haben deine Leute jetzt genug geopfert. Das ist unser Schicksal. Ich habe mich in dir geirrt. Sag mir, wie ich euch helfen kann. Ich muss die übrigen in Sicherheit bringen. Aber der Katakombeneingang ist dicht. Ich werde ihn freiräumen. Das wird schon wieder. Ich muss sagen, die Story ist schon ziemlich geil. Wir müssen die anderen in Sicherheit bringen. Schätze mal, die werden auch richtig auf. Ey, wo sind die ganzen Leute zum Looten? Ey, es waren unnormal viele. Es waren wirklich unnormal viele, die ich looten hätte können. Und ich habe die alle one-shotted. Hätte ich doch wenigstens das Loot bekommen können. Einfach weg. Sind einfach weg. So, dann. Du musst doch einen Weg hier rausgeben. Freiräum. Sie ist von da drüben versperrt. Kein Problem. Ich bin Tom Peter. Ich mache einfach alles kaputt. Da ist sie. Vielleicht bekomme ich sie von hier aus auf. Die Katakomben. Da sind wir sicher. Von hier aus? Ah, ich denke mal, ich brauche die Sprengpfeile jetzt mal so langsam. Das sollte gehen. Peak. Jetzt können wir so viele Dinger öffnen, das ist auch nochmal gut. Granatpfeil. Ausgerüstet sind sie schon mal. Was? Uns wird sich natürlich gesnackt. Ein alter Hirschtalisman aus einem Hirschgeweih geschnitzt. Das war vielleicht ein wichtiges Objekt oder ein Spielzeug. Weg von der Tür! Danke, Lara.
In den Katakomben sind sie erstmal sicher. Ich weiß, dass du die göttliche Quelle suchst. Aber mein Volk schützt sie bis zum Tod. Dein Volk ist dem Tod schon sehr nah. Ihr könnt sie nicht ewig beschützen. Wir haben lange durchgehalten. Aber erstmal bin ich froh, dass du für uns kämpfst. Sie nähern sich jetzt dem Turm. Da sind noch Leute drin. Bring die anderen in Sicherheit. Sie brauchen dich. Granatfalle herstellen, nutzen Sie das Inventar, um Granatfalle herzustellen. Darüber, dann gehe ich noch mal ans Camp. Hier wird bestimmt auch noch irgendwo was rumliegen. Ja, sag ich ja, ne? Da, jetzt verstehe ich. Sie erzählt von etwas Verborgenem. Münzverstecke. Da ist noch mal was. Der gefürchtete Tag ist gekommen. Es ist nicht mehr abzustreiten. Die Helikopter, die wir beim letzten Sonnenuntergang sahen, sind der Beginn einer neuen Invasion. Wir sind im Schatten der Kämpfe unserer Eltern aufgewachsen. Jetzt haben wir wohl unsere eigenen. Aber die heilige Pflicht muss erfüllt werden. Wir müssen die Quelle der Gnade Gottes auf Erden beschützen. Machen wir. Neue Waffen verfügbar. Lautlose Landung, Ausweichkonter, Überlebender. Verbessern Sie Granatform, um einen Einschlag zu erspringen. Ach komm. Gib ihm immer schön Trupp. Inventar. Ah, nee, lieber nicht. Brauchen wir noch nicht. So viel Munitionsteile braucht man eigentlich fast gar nicht. Vielleicht für ein Sturmgewehr. Aber sonst eigentlich auch nicht. Ja, das brauche ich auch nicht. Schussfrequenz. Ach, Munition auch nicht. Repetiergewehr. Dann nehmen wir uns doch zur Brust. Nachladegeschwindigkeit auf jeden Fall. Ich schätze mal, Schaden macht er, soll er wohl ordentlich machen. Aber ich glaube auch nichts Neues. Geht jetzt weiter. Sag mal so, für auf Nahgebiet habe ich ja meine Shotgun. Ja, und eine Sniper, ne. Fehlt eigentlich noch ein Visier. Die Flora unseres Tals, von den großen Bäumen bis zu den kleinen Pilzen, war unseren Vorfahren fremd, als sie hier ankamen. Es brauchte Zeit und Tragödien, die Sprache des Landes zu lernen. Aber jetzt geben wir das Wissen jeder Generation weiter. Die Erde gibt uns, was wir brauchen. Es gibt das Heilkraut, das ihr bei Wasserquellen und in geschützten Buchten finden könnt. Das Birkenholz des Waldes, gerade und fest, kann gesammelt und für Pfeile genutzt werden. Und die Fliegenpilze, die ihr an faulendem Holz oder an dunklen, feuchten Orten findet, ergeben ein starkes Gift. Oh shit. Mach keinen Scheiß, Lara. Das war krass, ey, wie wir dreckig einfach mal werden, dreckiger werden. Lara, ich bin hier, aber wir stehen unter Helikopterbeschuss. Ziehen Sie Trinitys Aufmerksamkeit auf sich, irgendwie! Das erledige ich, das kann ich.
Eine päpstliche Bulle. Das Bleisiegel beweist die Echtheit eines Dokuments. Das muss zu etwas sehr Wichtigem gehören. Zum Beispiel einem Erlass der Exkommunikation. Wollen wir mal dem Jacob den Arsch retten? Er hat uns ja auch schon, glaube ich, des Öfteren gerettet. Bin ihm ja schuldig. Abbruch. Explosionspfeile. Wow. Das hat mich weggebumst. Richtig, wir beenden es. Dem ich den Kopfschuss gebe, ja. Was ist das für ein Klicken immer? Bug das Game oder was? Klick, klick, klick. Muss ein Bug sein. Verbesserungswerkzeug. Nice one. Die Stadt. Voll nervig. Lol. Aber jetzt mal ein bisschen easy, würde ich mal sagen. Ja, so schwer sind die Kämpfe nicht. Es geht eigentlich fit. Ich nehme die AK gleich doch lieber wieder. Weil wenn ich direkt Schluss, ist echt blöd. Er macht halt viel Schaden. Weil es anvisieren finde ich irgendwie kacke.
Ja, ist jetzt nicht so geil. Oh, da liegt was. Nee. Kann nicht sein. Man kann nie zu voll sein. Das geht nicht. Jacob, sieht aus, als hätten wir die Oberhand. Gut gemacht. Die Helikopter müssen bald da sein. Sie sind hier. Es ist Monate her, dass der Schnee der Berge das Herz von Kitesh begrub. Einige sollten nach Überlebenden und Essen suchen, aber niemand kam zurück. Aus den Gletschern kommen Geräusche, aber ob es noch Überlebende darin gibt, weiß ich nicht. Es könnte auch nur das Eis sein. Aber ich muss zugeben, dass es wie menschliche Stimmen klingt. Vielleicht bewachen die Geister der Prophetenkrieger noch immer die eisigen Straßen. Wir werden keine Leute mehr hineinschicken. Wir müssen akzeptieren, dass der Prophet und die Stadt für uns verloren und wir jetzt allein sind. So, mein Mic war gemutet. Easy. Voll easy, der Gegner, habe ich gehört. Überall voll. Ist auf jeden Fall schon mal nice. Hier ist Team 5. Wir gehen jetzt in die Katakomben. Wir brauchen Verstärkung hier. Verstanden. Schon unterwegs. Business. Oh ja, das bin ich. Oh, Scheiße. Hallo. Gerade Angst um mein Leben. Ah.
Pistole ist irgendwie schwach. Feind entdeckt! Herr Schweinebacke. Jacob, Sie sind weg. Ich fürchte, dieser Kampf ist längst nicht vorbei. Erzählen Sie mir mehr über diesen Ort. Das haben Sie verdient. Kommen Sie mit.